Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deckprost Boss Player mit einem Rocket-Deck. Ja, Rockets schießen sich selber, machen dann irgendwas und dann machen sie nochmal irgendwas. Kurz gesagt. Ja, das war sehr schön zusammengefasst. Ja, ist halt ein Loop. Ja, baut halt darauf, dass man neue Monster holen kann, wenn alte zerstört werden. Um halt durch links durchzulupen. Thema kennt jeder, der weiß. Wer Revolver aus Yu-Gi-Oh! Reigns ist und oder einfach mal die Karten durchgelesen hat, das kann auch helfen, das Thema zu kennen. Mal schauen, wie es läuft. So, da sind wir. Ich mal gerne anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt diese Hand irgendwie so verdächtig bekannt vor. Also Also wir können diesen Sniffing Dragon normalen und dann was und dann einen anderen suchen gehen. Ich glaube, das ja, ist das auf ist auf jeden jeden Fall mal Fall ein guter nichts. Start, ja. Oder halt! Ja, Oder komm, sagt diese Normal Spell zufälligerweise, dass man keine Monster kontrollieren darf? nö. Nö, okay. Alles andere wäre Blödsinn. So, also nächsten vom Deck auf die Hand, bitte. So, Dann könnte wenn man jetzt dann theoretisch, jetzt. könnte man jetzt mit dem Quick Revolve theoretisch einen aus dem extra, einen aus dem ersten Deck holen und dann auf den Triangle, auf den Twin Triangle linken. Der holt wieder einen vom Friedhof zurück und wir können dann auf den Ding Dreierviech gehen. Das klingt doch gut. Was in dem Fall der Decord Talker wäre, weil der World Shadow Viech uns gerade nichts bringt. Jetzt machen wir mal weiter. Jetzt holen wir erstmal den einen aus dem Deck. Also Level 5 oder höher hätten wir gerne, ne? Ja, weil das Linkviech sagt, dass ich Level 5 oder höher holen muss. Wenn ich jetzt gerade nicht komplett boostet bin. Achso, das Ding meinst du, ja. Okay, Level 5 oder höher gibt es nicht. Ne, gibt's leider nicht, schade. Okay, das ändert den Plan ein bisschen. Was kann denn der da? Der legt Monster weg. Das heißt, den wollen wir jetzt nicht haben, den wollen wir dann nachher aus dem Deck holen. Wenn wir mal irgendein Rocket-Viech holen, ist ja im Moment noch wurscht, das wird der auf den Friedhof gelegt. Sein Effekt ist annulliert, egal was wir holen. Wir brauchen den Eben. Endphase-Effekt. Der ist der Foto. Aber es muss zerstört werden. Das heißt, im Endeffekt wäre es am sinnvollsten, einfach Go zu sagen, theoretisch. Das könnte man theoretisch machen. Strike setzen und Go sagen, das ginge. Weil die Möglichkeiten unseres Blatts sind gerade ein bisschen eingeschränkt. Na, dann machen wir das mal. So, alles, was wir jetzt hier haben, wäre natürlich. Ja, gut, Akashic theoretisch ging noch. Hä? Hat Akashic nicht verschiedene? Ah, ne, mit dem gleichen Typ, Ein nicht mit verschiedenen Same-Type. Typs. Ja, weil wie gesagt, der bringt uns jetzt nichts, weil wir keinen Level 5er haben, leider. Also setzen wir Strike und sagen Go. Der mal seinen Effekt, bitte. Und holt, keine Ahnung, den da. So, mal schauen, was er spielt. Keine Ahnung, irgendwie wenn die Gegner mal das Rocket gespielt haben, dann war er nur Explosion und Party und Abfahrt. Gut, wir können auch einfach Scheiße gezogen haben. Oder das Deck ist nicht gut gebaut. Das kann sein. Wir können das Link, wie ich so gesehen, immer noch striken. Also von daher. Nein, nicht Chain, bitte. Aber Nachschubstrupp, was spielt denn der? Keine Ahnung. Na, sehen wir ja gleich. Aber wegen mir können wir mir jetzt ruhig einen Proxy Dragon bauen lassen, dann den Decoy Talker und den können wir dann immer noch striken. Ja, der holt gleich dieses eine Link 3, was nur sagt, drei Monster. Ne, er geht den. Was bist du denn?
Da hat wohl das Update nicht ganz richtig funktioniert. Ist das ein Security Dragon? Nein, sonst würden wir ihn sehen. Stimmt, den habt ihr jetzt im Spiel drin. Das muss was ganz Neues sein. Also er hat die gleichen Marker wie ein Security Dragon. Security Dragon hat auch schon mal rumgebuggt, als wir den benutzen wollten. Am Ende des Tages wissen wir es nicht. Summer Bug. Der ist okay. Ich weiß ja leider auch nicht auswendig, was für Angriffs, wie viele Angriffspunkte. Was hat der da gerade? Insektor. Ach, das ist dann. Haben die Insektor aus dem Linkviech bekommen? Das ist auch okay. Ja, ja, haben sie. Na, dann wird's das sein. Ja, vermutlich, weil die Updates auf diesem Programm so funktionieren, dass du dir auch die Bilder nochmal runterladen musst. Das ist ja alles so ein bisschen komplizierter. Ja, aber der hat ja nicht mal, ist ja nicht nur das Bild, was hier fehlt. Die komplette Karte fehlt ja. Na, jetzt hat er eine Hornet. Ich update morgen einfach nochmal. Eieieiei. Soul Charge ist uncool. Also, wir haben einen Strike theoretisch. Ja, ja, den werden wir auch gleich brauchen. Er kann nicht mehr angreifen, also von daher. Na, mal gucken, was er jetzt gleich holt. Ja, theoretisch bis zu 8 Links auf dem Feld. 7. 7. Er kann ein bisschen was holen. Mal gucken, wohin es denn sein darf. Sobald er sich entschieden hat. Bis dahin werde ich einfach nur irgendwie da irgendwelchen Müll labern, damit wir nicht einfach nur minutenlanges Geschweige haben. Er würde sich diese komplette Kombi durchgezogen haben, ohne sich zu überlegen, was er damit machen will. Ich meine nicht, dass es wir anders machen würden. Ja. Na gut, aber das jetzt wäre jetzt klassischerweise auch der Punkt, wo wir anfangen würden zu überlegen. Ja, wäre es halt wirklich. Erstmal spielen, was man damit machen kann, merkt man dann schon währenddessen, so nach dem Motto. Ui. Das ist Link 5 maximal. Nee, 4 ist ein Verilum. Guten Abend und tschüss. Das ist jetzt ein Verilum oder ein... Ja, Verilum, ja, der fliegt mal. Der hat aber gerade ein Monster zu viel weggelegt, oder? Er hat 4 Monster mit insgesamt Link 5 weggelegt. Hat er. Ja, der braucht mindestens 3 Monster, aber er hat halt 4 Monster weggelegt. So. Oh, das ist da nice. Kein Bock mehr. Du, was macht das Ding? Das ist sogar ziemlich nice. Das ist Script Draw. Na, wir können erstmal noch. Wir machen eh keinen Schaden in dem Zug, also von daher. Dann normeln wir den hier, weil mit dem können wir immerhin noch angreifen. Wie gesagt, Schaden machen wir eh keinen, weil One Day of Peace wirkt noch. Aber das Ding ist ganz gut, um den Supply-Spot loszuwerden. Das heißt, kriegen wir es hin, das mit dem Link-Monster zu targeten? Nur mal mit dem Borrow-Load halt. Nee, der zielt nicht. You can target one face-up-Monster. Das ist bei mir ein bisschen zielend. Meinst nicht? Okay. Was haben wir denn noch? Okay, das heißt, wir normeln mal den hier. Das heißt, wir normeln mal den hier. So, dann machen wir den Script Draw auf den da. Und ziehen mal. Und gucken, was dann kommt. Ich hätte jetzt eine Akashic gebaut, die den Dreier zielt. Ach stimmt, das kann die ja auch. Weil dann wird sein Token abgeräumt for free. Und nee, die targetet nicht, oder? Ah.
Die Tage. Ärgerlich. Dem müssen wir dann Script Draw machen. Mhm. Ja gut, das ist nicht schlecht, aber wirklich weiterbringen tut's uns auch nicht. Was haben wir denn jetzt noch im Extra-Deck? Haben wir eine ganze Menge, aber nicht, dass wir was anfangen können. Was kann denn das World Shadows Ding? War das das, was Karten zieht? Ja. Aber wozu kannst du halt eine Karte vom Feld von jeder Seite auf den Friedhof legen. Aber wir haben nicht mehr genug, um den holen zu können, damit andere aktiv zu benutzen. Glaub, na doch, haben wir. Wir können doch einfach aus dem Deck specialen. Ja, dann haben wir den und dann müssen wir dann zusätzlich noch die Karte hier weglegen. Und haben, die, und haben dann zur Folge, dass jetzt ein Supply Squad los ist. Das ist vom Plus-Minus-Wert her irgendwie nicht so ganz das Wahre. Ja, das ist richtig. Also wir greifen jetzt einfach an und setzen zwei. Ja, das können wir auch machen. Und endfalls kriegt man nochmal ein Monster. Mhm. Eins, er zieht eine Karte. Aber der einen bleibt, weil der Effekt once per turn ist. So, set two and go. Mhm. So, im nächsten Zug könnte dann aber wirklich was gehen. Okay, wir kriegen jetzt noch ein Monster. Haben das hier noch und noch Return to the Frontlines. Also, wenn jetzt kein Monster, wenn wir im nächsten Zug wieder nichts hinkriegen, dann sind wir einfach selber schuld. Mhm. Oder er haut uns sämtliche Ressourcen um die Ohren, da können wir dann nichts dafür. Okay. Was ist denn der nochmal? Einen ran equippen. Das heißt, der holt jetzt Hornet und dann ist Abfahrt. Okay, er bufft sich erstmal auf 2-4. Aber sonst macht er nichts, oder? Der bufft nur. Nee, das wäre zu einfach. Der holt auch noch was. Ja, aber nur wenn er weggelegt wird. Und der kann den nicht weglegen, oder? Doch. Achso, doch, da. Doch, der kann das. Der ist gut. Das war nur der Equip-Effekt bisher. Jetzt. Aber jetzt hat er den nicht weggelegt. Er hat die hier getargetet. Dann aktivieren wir den mal, würde ich sagen. Ja. Nehmen wir gerne den mal wieder. So, soll mal einen Schuss raus. Mhm. Na, leider wird es nicht dabei bleiben. Nehme ich zumindest an. So viel hat er jetzt auch nicht mehr. Ja. Die guten alten Tage des Insektor-OTKs sind leider durch. Also das leider geht noch, aber es ist nur. Leider ist nur unwahrscheinlich. Ja, ja. Insektor war ein super cooles Deck. Ja, ja, war's. Und ich meine, Leute zu OTK, wenn man ein paar Karten auf der Hand hatte, ist ja jetzt nichts Tragisches. Ja, ist schon richtig, aber ein Deck sollte jetzt auch nicht unbedingt von seinem OTK leben. Sollte auch noch ein paar andere Sachen können. Ja, Board kaputt schießen. Langt doch, Board kaputt schießen, Leute umbringen. Für mich langt das. Gut, im Endeffekt Deathboards machen ja auch nichts anderes. Die machen sogar weniger. Die sind aber nicht so gute Board kaputt schießen. Nö, die hauen einfach nur ein Viech mit 40.000 Angriffspunkten aus Feld, was du nicht abwehren kannst. Und Piercing Damage macht. Ja. Was auch meistens reicht. Kann sein. Außer du spielst es auf Percy, weil wenn du auch, zumindest auf dem, zumindest war es mal so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da war es mal so, dass wenn du dem Gegner mit einem Angriff 10.000 oder mehr Schaden gemacht hast, ist das Spiel abgesammelt. Effektiv haben das nur die Büroboter gemacht, aber es hat halt gelangt. Das waren die einzigen, die das konstant machen konnten. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war mal so. Gut. Tut sich derzeit noch was? Ich glaube, das ist so einer, der gerade gemerkt, dass er gar nicht so viel machen kann, wie er geglaubt hat.
Naja, eigentlich wäre der Plan gewesen, dass er jetzt noch ein anderes Insektoviech im Grave hat, dann schießt er mit der Hornet seine eigene Gigamantis über den Haufen, holt sich das andere, kriegt dadurch das andere Insektoviech wieder, rüstet daran wieder aus, schießt uns dann was kaputt, specialt was aus dem Deck und so halt und macht dann auf die Art Party. Das wäre eigentlich der Plan gewesen. Aber so viel scheint da gerade nicht mehr zu gehen. Du sagst halt auch, dass die Hornet auf, dass die auf den Friedhof gelegt wird und nicht zerstört wird, triggert auch sein Supply Squad nicht. Deswegen sage ich, er hätte seine eigene Gigamantis kaputt schießen müssen und nicht unsere verdeckte. Weil so war das Supply Squad bisher nur ein Neutral. Upstart quasi. So. Nein, ich lief nicht, ohne gepunished zu werden. Und es ist Bullshit, dass man nicht seine komplette Zeit für den Zug hat, um überlegen zu können. Falls irgendeiner von Gito Pro zusieht, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber falls es der Fall sein sollte, dann remove diese Mechanik, die ist Bullshit. So, da sind wir, wir haben einmal Red Eyes Darkness Metal Dragon. Das sind so welcher. Zweimal Destrudo, Gufu, ein Magna Rocket, dreimal Magna Rocket meine ich, zweimal Gateway Dragon, einen Trümmerdrache, dreimal Auto Rocket, dreimal Sniffer Dragon, Maxi, Blow Up, dreimal Honest Rocket, Allure, Dragon Shrine, Foolish, dreimal Quick Revolve, zwei Twin Twister, dreimal Script Draw, zweimal Scapegoat, dreimal Return to the Front, Stolen Strike und eine Warnung. Also, lief jetzt, also, bisher hat das Deck ja so nicht ganz überzeugt. Es gibt erstmal keine Bewertung, weil wir die Karten nie aktiv benutzt haben. Und deswegen das maximale Potenzial von diesem Deck nicht so gut einschätzen können. Dementsprechend, dieses Deck im Konkreten, das fallen allerdings ein paar Sachen auf. Ja, also. Einmal gibt es kaum First-Turn-Blätter, mit denen du richtig ausrasten kannst. Ein paar wenige gibt's, ja. Aber die sind nicht der Regelfall. Ich verweise aufs Wahrscheinlichkeiten-Video. Ansonsten, was mir ein bisschen abgeht, ist eine Möglichkeit, den Destrudo. Kann man den Destrudo mit dem Rocket-Viech in den Grave packen? Also mit keinem von denen hier auf jeden Fall. Mit dem Stufe 4er? Ja, nee, from the field. Nee, der sendet deine Karte vom Feld auf den Friedhof. Das ist sehr. Ist halt nicht Tagen. Ist halt ein Hard Removal. Ja, nee, also dann sehe ich das tatsächlich nicht ganz ein, was der soll. Sind denn alle Rocket-Karten drin, die es gibt? Also ich sehe ein, was der Destrudo soll, aber ich sehe nicht ein, warum da nichts drin ist, um ihn gezielt reinzulegen, weil Destrudo ist gute Karte. Der hier ist schon mal nicht drin, was kann der? Naja, das Übliche. Oh, aber klingt auch nicht so schlecht. Dann ja, der hier ist, okay. Der hier ist auch nicht drin. Das ist ein sehr interessant formulierter Effekt. Mhm. Also sprich, der schießt gerade nach vorne und wenn da was war, auch noch nach links und rechts, oder wie? Ja. Wow, das ist ein schräger Effekt. Was kann der Reloader Dragon? Der ist gar nicht so übertrieben toll. Der ist ja total weird. Also, vor allem, warum zielt der keinen, warum kann der keine Rocket-Viecher anzielen? Ja, aber ich meine, das ist das Monster von dem Thema. Ja, also das ist halt echt hart weird. Okay, und dann sonst noch? Dann haben wir hier noch ein Field Spell. Klingt ganz okay. Klingt ganz okay, ja. Was ist hier?
Okay, gibt's noch andere Borrelink-Monster? Bisher glaube ich nicht. Nee. Nee, okay. Weirdes Thema. Ja, also Aber. da fehlt irgendwie. Also wenn der Reload-Dragon deine eigenen Link-Viecher zielen könnte, würde man nochmal reden, Ja, aber. wäre das was anderes. Aber wieso ist ein Thema, das darauf baut, gezielt zu werden, das themeneigene Link-Monster nicht in der Lage, eben das zu tun? Mal Überraschung, dann könnte dieses Deck vielleicht sogar was. Ja, also das ist tatsächlich etwas seltsam, weil ich meine, das Deck, ich meine, diese ganz, viele von den Supportkarten bauen ja darauf, dass du im ersten Zug mehr als ein Monster rausballerst. Aber dann geht's halt nicht weiter. Also das, ich weiß halt noch nicht ganz genau, wo dieses Deck eigentlich hin will, was du machen willst. Zum Extra noch ein paar Sachen. Nämlich die drei Link-Spider, die fallen so ein bisschen auf. Denn warum kannst du dir denn holen? Du hast keinen normalen Monster, also mit Tokens. Was holt Tokens? Scapegoat holt Tokens, Gofu holt Tokens. Sache ist aber, jede dieser Karten holt eine gerade Anzahl von Tokens. Also warum nicht einfach Proxy-Security Dragon? Ja Mag gut, Link Platz. Spider zeigt nach unten. Ja, Das ist der eine Vorteil, den. tut Security Dragon auch. Ja. Ja, dann macht Security Dragon deutlich mehr Weil ich Sinn. meine, der Mensch hat nichts von der ML-Deck. Ja. Also das sind ein paar Sachen, die sollten vielleicht noch geklärt werden. Da, der da. 1100. Doch, das könnte ein Security Dragon gewesen sein, was der vorhin geholt hat. Weil, wie gesagt, der backt ja irgendwie gerne rum. Was auch immer. Nein, wie auch immer. Ja, also das würde ich vielleicht mal machen, dass du halt noch, dass statt drei Link-Spiders halt durch Proxy und Security Dragon ersetzt. In welcher Ratio auch immer. Weil ich meine, du kannst mir den Scapegoat-Tokens ja auch noch Mrs. Radiant holen, weil es sind Erde-Monster. Der Ja. Gestalt. Ja. Das größte Problem ist halt auch, du hast ja auch nicht wirklich Link-Monster, die targeten. Das Einzige, was. Der Verilo Drake ist halt legit die einzige Karte, die deine Rockets live macht. Also die wirklich guten Effekte, nicht die Stall-Effekte. Dass du halt, wenn sie kaputt gehen, in deinem Zug noch ein Monster holen und dann halt irgendwann nach und nach über mehrere Züge irgendwann immer mehr Monster auf dem Feld hast. Ich verstehe auch noch nicht ganz diesen Drachen, der einen weiteren Drachen sucht. Also, er macht ein +1, wenn du ihn normalst, ja. Aber ist ja jetzt nicht so, als hättest du nicht genug Normal-Summons in dem Deck. Richtig, du hast schon eine ganze Menge Normal Summons und ich meine, ja, er holt den nächsten von seiner Art, der aber auch nur den nächsten holen kann. Klar, wenn du ihn specialst, aber du kannst ihn nicht wirklich specialen in dem Deck. Da sind zu wenig Möglichkeiten dafür drin. Und ich meine, wenn man die drei Karten raustut, gibt es ja nicht so, als ob es auch andere Karten gäbe, die man auch reintun könnte. Weil ich meine, du musst diese Karten nicht spielen, bloß weil der Revolver die im Deck hatte. Ja. Was kann das Ding eigentlich da zwischen Trümmerdrache und dem Rocket-Viech? Der Gateway Dragon, meinst du? Der kommt aufs Feld, wenn der Gegner ein Link-Monster auf dem Feld hat. Wow. Okay, er kann auch Aber er noch kann einen noch mal Dark was Dragon holen. von der Also, Hand. der kann schon ein bisschen was. Ja, ja. Ich meine, die Rockets sind ja auch alles Darkness-Monster. Ja, also da sind das Deck kann für mich einfach zu wenig. Es ist, Noch. ja, es ist. Noch. Da fehlt einfach was. Ja, da fehlt halt wirklich noch was. Aber gut, vielleicht ist das ja auch nur eine schlechte Variante vom Deck und es geht viel besser. Oder wir haben hier irgendeine Kernmechanik komplett falsch verstanden. Wird irgendjemand schon wissen und uns dabei aufklären, weil so kennen wir euch. Aber bis dahin, ja, es kriegt, wie gesagt, keine Bewertung, aber guter Eindruck geht anders. Ja. Also, ja. Wenn ihr unsere Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.